Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich hier in meinem kleinen Stübchen. Und ja, erstmal muss ich hier nochmal ein bisschen was dingsbumsen, bevor ich hier richtig anfange. Ich bin ein bisschen verwundert, ich höre relativ wenig. Ah, da ist die Musik. Sehr schön. Ausgezeichnet, da bin ich auch wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und so weiter und so fort. Hi. Und es geht endlich wieder weiter mit Final Fantasy VII Remake Integrate. Ich bin mal sehr gespannt. Also quasi dem PlayStation 5 Ableger jetzt neu von der, von Final Fantasy. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir wollen die nämlich die Intermission Daten, worauf ich mich sehr gefreut habe. Ich bin mal sehr gespannt, einfach deswegen, weil Yuffie sah ein bisschen, der Trailer sah, hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil, egal, ich erzähle dazu vielleicht gleich was, wenn wir uns dieses wunderschöne Ding hier mal reingezogen haben. Also ab geht's. Okay. Du kannst nun einen Teil der Geschichte spielen, mit dem du neuen Charakter im Mittelpunkt ist. Yuffie! Sehr schön. Neues Spiel. Okay, was jetzt? Konfigurieren Sie Kamera. Standard. Jetzt ist die Frage. Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal unter normal, weil es ist normal klassisch. In diesem Modus werden kämpft die Charaktere automatisch und du kannst ganz auf. Ach Mensch, die haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken hier, ganz kurz. Oh. Oh boy. Dann müssen wir heute noch mal ein bisschen mehr gucken als nur, als nur diese Integrate. So, wir spielen die anspruchsvollen Kämpfe. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt. Das ist, glaube ich, das normale, oder? Ganz auf die Auswahl von Kommandos konzentrieren. Das klingt sehr klassisch. Wir gehen hier mal auf normal. Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Vielleicht können wir das zwischendurch wechseln oder so. Machen wir das einfach. Leute, ich bin endlich in Midgar. Kriegt nichts klein. Ich bin Yuffie, Agentin der Übergangsregierung von Wutan und talentierte Materiajägerin. Ich soll die ultimative Materia rauben, um Shinras Pläne zu durchkreuzen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um heute hier bei euch zu sein. Träume von Avalanche. Auf gute Zusammenarbeit. Zeigen wir sie. Verstehe ich das richtig? Interessant. Das soll irgendein Test sein, oder? Ihr traut euch ja was. Hm.
Super. Ich muss schon mal gestehen, ich bin ein klein wenig verwirrt, weil man natürlich sagen muss, dass Yuffie eigentlich ja ein optionaler Charakter in der alten Final Fantasy 7 Reihe war. Und hier jetzt halt eben plötzlich die Hauptperson. Ich muss mich erstmal ein bisschen auf die Steuerung wieder, auf diese Steuerung ein bisschen klarkommen. Vor allem, weil ich das jetzt das erste Mal auf der PS5 spiele, da bin ich immer sehr gespannt. Aber so insgesamt, wir haben hier dritte. Okay. Und mit X rufen wir das Menü auf. Völlig in Ordnung. Ich glaube, damit komme ich klar. Vielleicht kriegen wir auch noch so ein kleines Kampftutorial für die Leute, die das Spiel schon seit einem Jahr nicht mehr gespielt haben. Also sowas wie mich zum Beispiel. Wäre ja quasi praktisch. Ha, perfekt. Ich danke dir. So, drücke Viereck, um Gegner mit Schuriken anzugreifen. Halte die Taste gedrückt, um weiter anzugreifen. Aber gleichzeitig auch gegen... Okay. So, wir waren schon mal mit dem Ausweichen. Okay, wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, Kommandos zu wählen. Machen wir einfach mal Magie. Gucken wir mal, was für Magie hat. Vita, wie langweilig. Purin Kazan! Das klingt doch gut. Auf die Bio-Ratte. Ja, gut. Okay. Also die Kämpfe sind natürlich nach wie vor sehr intuitiv. Drücke 3, um Yuffies auf einen Gegner zu werfen. Ich nachher... Okay. Und andere. Ah, das ist cool. Tatsächlich gefällt mir das. Dass die halt eben sozusagen diese Kombi hat. Und dann die voll abgehen kann. Stimmt. Muss ich auch sagen, das passt super gut. Also muss ich echt gestehen, gefällt mir jetzt schon, weil Yuffie nämlich, glaube ich, in Final Fantasy 7 auch die Fähigkeit werfen hatte. Also klar konnte man Granaten auf Gegner werfen, aber sie konnte einfach gefühlt alles an Müll auf den Gegner werfen. Und hier hat es halt eben ebenfalls diese Werfenfunktion. Mega cool. Shinra-Fachkisten zerstören. Ja, das kennen wir eigentlich. Ah, aber auch entfernte Kisten bekommt man dann, werden dann sozusagen bumerangmäßig einem Gegenstand zugeworfen. Mega praktisch. Großes Like. Runterfallen kann man ja zum Glück nicht. Von daher alles mega safe. Okay, was ich ein bisschen an Episode Yuffie ein bisschen strange finde, ist halt eben einfach die Kreisbar ausweichen. Ist halt einfach der Punkt, dass man, dass das Yuffie halt eben, das wollte ich nicht, okay, dass Yuffie ja eigentlich eher ein Zeitcharakter ist. Und was die ganze noch um einiges interessanter macht, oder die ganze komische Situation ein bisschen interessanter gemacht hat, hallo Michi, ist, dass die halt eigentlich super kindisch ist, was hier halt eben scheinbar jetzt durch diese Tollpatschigkeit dargestellt wird. Au. Aber auch nicht schlecht finde. Also irgendwie fand ich diese erste Sequenz schon unglaublich cool gemacht. Ja. So, gucken wir uns nochmal die Kommandos an. Ich muss auch irgendwas Wirbelsturm. Erzeugt eine Windböe, um Gegner anzugreifen, die im Umkreis rumsitzen. Flammen. Worüber gehen? Flammen. Ninjutsu.
Komm, nehmen wir einfach das Ding hier. Wieder großes Like auf jeden Fall. Und jawohl, in den Schock versetzt. Hier und Final Fantasy 13. Kennt man ja. Irgendwie so. Mega cool. Finde ich zumindest. Ich habe nur einen Heiltrank. Das sollte eigentlich ausreichen an der Stelle. Oh, die hatte echt viele Lebenspunkte dafür, dass die gerade mal Stufe 1 ist. Die Stufe 1? Sorry, Stufe 25. Warum auch immer man hier mit Stufe 25 anfängt. Aber ich muss später echt nochmal Final Fantasy 7 Remake. Oh. Reinwerfen. Nanu? Ach, guck mal, die Nummer 11. Ja komm, normalerweise geben die auch Gegenstände. Sieht der Typ eigentlich unter der Maske aus? Kann man das sehen? Irgendwie nicht so richtig. Ja, das solltest du in der Tat tun, weil die Hauptstory ist halt schon mega bombastisch. Ich muss den Lift runterholen, damit ich weiter kann. Oh nein. Oh. Muss hier irgendwas mit Schuriken zerstören. Ah. Okay. Das sind so ganz einfache Geschichten hier. Also überhaupt nichts Dramatisches, nichts Weltbewegendes. Nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, fett krasses Rätsel. Aber das hat Final Fantasy 7 Remake sowieso nicht. Und Final Fantasy 7 eigentlich auch nicht. Egal. Direkt Platin bekommen. Hopp. Oh, Schwäche. Ich finde diese Kampfmusik von ihr auch mega cute irgendwie. Ich weiß nicht warum. Das mag ich. Das mag ich tatsächlich, wenn die Charaktere... Mir fehlt ein bisschen das Springen in diesem Spiel. Wenn die Charaktere halt eben ihre Siegesfanfare ziehen und dann einfach irgendwie mega cute sind. So, hier ist wohl der richtige Weg. Gehen wir mal hier lang. Wir machen das einfach genauso wie wie damals beim Remake selber. Wir gucken uns erstmal in aller Gemütlichkeit um. Uns dann vielleicht auch einen Keks. Dass wir irgendwelche coolen Kisten finden und sowas. Seht ihr mal. Okay. Alle Trophäen wurden nach dem Spielstand übertragen. Nee, habe ich noch nicht geguckt. Also tatsächlich. Muss ich vielleicht mal machen. Ich war glücklich. Also, dass ich die 90 Gigabyte irgendwie übertragen konnte, was ich irgendwie hart seltsam fand, dass das Spiel einfach mal 90 Gigabyte groß ist auf der PlayStation 5. So, wieder mal. Eine Materie, da freut sie sich doch sicherlich drüber. TP Boost. Das ist schon mal eine Sache, die ich ganz cool finde. Achso, sie hat aber so viele Materie schon ausgerüstet. Nee, guck mal, hier hat es noch einen Slot frei. Ninja Armreif. Da wollen wir doch gleich nochmal eine Materie ein. Oh krass. Wir behalten. Ah ne, wir behalten nicht unsere.
Ich dachte gerade, wir haben die Materie einfach behalten, die wir in den anderen Teilen bekommen haben, wie zum Beispiel Zerstörung. Oder sowas. Aber ganz im Ernst. Nee. Wir können doch hier einfach OP-Boost 200. Nee. Dann nehmen wir mal die Zerstörungsmagie mit rein. Einfach, weil wir sie dann haben. Das finde ich super nice. Ja, auf jeden Fall war ich, wie gesagt, war ich ein bisschen verwirrt, dass die eine Episode mit Yuffie hinzufügen. Weil ja Yuffie, wie gesagt, nun ein optionaler Seitencharakter in Final Fantasy VII eigentlich ist, den man nicht zwangsläufig benötigt, um die Story von Final Fantasy VII zu verstehen oder um. Ist das alles untergekommen hier? Ich dachte immer, Midgar wäre so eine strahlend schöne Großstadt. Bin fast enttäuscht. Die Stadt fällt noch auseinander, bevor Wutai einmarschieren kann. Genau. Ist halt insofern recht interessant, weil man. Weil Yuffie halt eben eigentlich nie eine tragende Rolle in Final Fantasy VII hatte. Und hier bekommt sie halt eben komplett eigenes Add-on. Was ich ziemlich gewagt finde, weil Yuffies Charaktereigenschaften im alten Final Fantasy VII ja nicht unbedingt so die herausstechendsten waren. Da hatte Tifa und Aeris deutlich bessere Charaktereigenschaften. Aber trotzdem war sie eigentlich immer ganz cute und voll niedlich. Und für ihre, ich glaube, 16 ist sie in Final Fantasy VII. Halt irgendwie ein Charakter, der auch gleichzeitig Spaß gemacht hat. Also ich habe den echt super gerne gespielt. Und der war auch, als ich Final Fantasy VII das erste Mal gespielt habe, der Charakter, den ich in meiner Party dabei hatte. Weil es hat mir auch ein bisschen leid getan. Weil es gab nämlich, wenn man das erste Mal zum Nordkrater in der Originalversion kommt, dann kommt man halt eben an eine Stelle, wo man sich in zwei Teams aufsplitten muss. Und wenn man Yuffie nicht dabei hat, die kommt man dann natürlich nachträglich nochmal reinpacken, dann sagt sie, was, du nimmst mich nicht mit? Oh. Und die hat mir voll leid getan und dann habe ich gesagt, weißt du, alleine dafür, weil die so voll traurig ist, weil wir sie nicht mitgenommen haben, nehme ich sie jetzt mit. Ich muss ihm helfen. Ach, der Komische. Ja, aber auch in Advent Children hat sie jetzt keine... Ah ja, stimmt, die machen ja auch von Advent Children einen Remaster sozusagen. Bin ich wirklich mal gespannt, weil eigentlich war jetzt Advent Children... Da hat sie auch nicht so viel gemacht. Wo sie, nochmal... Damit sollte es gehen. Komm runter! Okay, wo sie noch relativ viel Story hatte, war in... Wie heißt es? In Dirge of Cerberus. Da war noch ein bisschen was. So, jetzt gibt's Saurus. Oh, wo geht's denn jetzt? Ah, hier muss ich jetzt so lang. Aber es ist schön, wie flüssig das Spiel läuft. Also das muss ich mal wirklich festhalten. Also mir fallen jetzt auf der PlayStation 5 keine großartigen Grafikunterschiede auf. Ich finde das aber auch nicht sonderlich schlimm. Okay, das reicht noch nicht. Hoppla. Was ist das denn? Ich muss jetzt mal wirklich einen Gegenstand reinwerfen und zwar einen Supertrank, sonst sieht hier ein bisschen klappschmig aus. Oh, das ging schnell. Natürlich ab Kampf nochmal neu beginnen. Hoppla. Okay. Dann machen wir das jetzt. Nutzen wir einfach den Gegenstand hier erstmal. Ah,
Ach, komm. Ey. Gab's nicht. Ich wollte gerade sagen, es gab doch eine Möglichkeit, die Gegner einfach anzuvisieren. Und die gab es auch wirklich. Ach komm, Alter, wie viel Schaden die machen, das ist ja... überhaupt nicht freundlich. Ah, aber ich kann Vitra nutzen, das ist noch besser. War das knapp. Oh, jetzt machen wir hier aber mal ein bisschen Action. Da! Oh, Limit Drop Rausch ist offen, das ist gut. Dann kriegt er jetzt hier den Limit ab. Blutrausch! In your face! Ich soll mir später die Tür angucken, wenn ich weiß, was ich meine. Ja, okay. Ich weiß zwar noch nicht, von welcher Tür du redest, aber ich werde sie mir angucken. Okay, da geht es dem Demogri entlang. Aber wir wollen uns natürlich, wie gesagt, hier auch noch umgucken. Weil wenn ich hier schon sehe, dass es hier hoch geht, dann muss ich natürlich auch gleich mal ein paar Umwege laufen. Und hier mal ein bisschen links und rechts gucken. Gerade eben haben wir schon eine Materia gefunden. Und Materia sind natürlich super teuer. Und zum Beispiel in Wutai gibt es keine. Oder zumindest nur eine richtig geile. Ha, soviel zum Thema. Ist nämlich der nächste Joker an der ganzen Sache. Yuffie ist nämlich von Beruf aus laut Final Fantasy 7 Anleitung nämlich eine Materia-Jägerin. Also nicht Sammlerin, sondern Materia-Jägerin. Und das führt an manchen Stellen zu unglaublich lustigen Situationen in der klassischen Final Fantasy 7 Story. So, ist das wieder die Nummer 11 hier? Müssen wir gleich mal... Nee, das ist Nummer 20. Sieht echt nicht gut aus. Hol dir mal einen Arzt, Junge. Okay. Okay, okay. Türtextur bei Cloud und Tifa war Matsch. Durchaus möglich. Ich muss gestehen, ich war von Final Fantasy 7 Remake so dermaßen geflasht, dass ich gar nicht richtig auf die Grafik geguckt habe. Fand die Grafik gut, fand sie jetzt nicht... Ja, sie hat keine neuen Maßstäbe gesetzt oder so, aber sie war trotzdem schon ziemlich gut für das, was also für ein PlayStation 4 Spiel eigentlich echt in Ordnung gewesen ist. Noch so einer. Moment, da war doch auch... Da ist was. Genau, wie gesagt, für ein PlayStation 4 Spiel war das schon noch echt gute Grafik. Und ich würde jetzt... Genova. Ja, genau. Genova. Haben wir besiegt, gar kein Problem. Ist auch nur ein komisches Schwabbelwabbel. Könnte sich mit den Slimes von Dragon Quest zusammentun. Ich finde diesen Kontrast hier gerade so sehr skurril. Sie dreht voll am Rad, im Hintergrund stöhnt ein komischer, kranker alter Mann so. Und sie, yeah, los geht's! Woo! So voll am Party machen.
Das ist irgendwie... Klar, man muss natürlich dazu sagen, es ist nichts, was sie interessiert. Und so dreckig wie Midgar ist, würde ich es jetzt nicht verwunderlich finden, wenn sie sagt, ja, wär mir kein Wunder, wenn hier die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche kranken Menschen durch die Gegend laufen. Hey, Moment, jetzt weiß ich, wieso du gesagt hast, Cloud und Tifa. Weil wir hier, glaube ich, gerade in den Slums von Dektor 7 sind, kann das sein? Steht das hier nicht irgendwo? Müsste doch eigentlich hier irgendwo stehen. Aktuell gibt es keine Karte. Achso, doch. Sag ich, haha, richtig geraten. Slums von Sektor 7. Hier mussten wir nämlich mit Cloud und Tifa im Spiel rumlaufen. Ich bin wohl langsam an den Gestank hier gewöhnt. So fängt es an. Und ehe man sich's versieht, hat einen die Stadt in ihren dreckigen Griffeln. Aber nicht mit mir. In ihren Bann gezogen. Ein Muss. Sollte aufhören, mit mir selbst zu reden? Ja, bitte, dann kann ich mehr reden. Alles noch total heile, alles ist voll gut. Alle sind voll zufrieden und glücklich. Außer hier, hier ist ziemlich dunkel. Ne, da mussten wir diese komischen diese Wölfe nämlich jagen. Und sowas. Die Main-Quest, die sich anfühlt wie eine Side-Quest. Von denen fand ich in Final Fantasy VII Remake deutlich weniger hatte als in Final Fantasy XV, weil da haben mich die Quests echt hart gestört. Ich laufe hier ein bisschen durch die Gegend, weil ich glaube, es gab in der Grundversion gab es nämlich die Aussage, gab es eine Trophäe für zerstörte Kisten oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ein bisschen länger her. Tatsächlich schon ein gutes Jahr her. April 2020 kam, glaube ich, Final Fantasy VII Remake raus. Das ist schon über ein Jahr her, dass ich dieses Spiel angerührt habe. Bist du auf Ungeheuer gestoßen? Ja, ich komme von draußen vom Walde. Ich wollte sagen, es weihnachtet sehr, aber davon merkt ihr nichts, weil ihr so unter so einer komischen Platte wohnt. Tut mir jetzt auch irgendwie gar nicht so richtig leid. Sind die Ungeheuer seltsam. Sei also vorsichtig. Alter, alle hier hart bewaffnet. Wenn Wutai in die Sache verwickelt ist, bedeutet das nichts Gutes. Schauen wir mal. Reaktor einfach so in die Luft gejagt. Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon im Marco-Reaktor 1 verwendet wurde. Wie toll, wie toll, wie toll, wie toll! Und das war also Avalanche? Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Aber das kann ich besser. Yuffie? Hey! Hä? Da ist ein Mogri! Du bist von Ever. Ich bin GJ. Folge mir. Oh, warte auf mich! Oh nein! Sag mal, wieso hast du mich eigentlich nicht abgeholt? Dachte, die Leute aus Doppel-V wären super ausgebildete Krieger. Das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wo ihr euch versteckt. Und was meinst du bitte mit Doppel-V? Das ist ein Codename. Für Leute wie dich und deinen Partner. Echt? Hätte aber nicht gedacht, dass man uns ein Kind schickt. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Aber ein niedliches Kind. Wie viele Mitglieder hat Avalanche? Und darüber soll ich mich jetzt freuen, oder was? Was soll ich da noch sagen? Die Klappe kannst du halten. Sehr freundlich. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass die hier diese, dass die hier beispielsweise Avalanche und Wutai so massiv in den Vordergrund gerückt haben, weil... Im alten Final Fantasy VII war Avalanche ja eigentlich nur eine kleine Gruppe aus Corel, North Corel, die sich da zusammengeschlossen hat, um ihre zerstörte Stadt zu rächen sozusagen. Und Wutai ist eigentlich super im Eimer, weil Shinra gegen die jahrelang Krieg geführt hat, bis dann Wutai kapituliert hat. Und dieser Krieg gegen Wutai ist jetzt, in diesem Zeitpunkt, in dem wir gerade spielen, lass mich mal eben überlegen, der ist nämlich noch gar nicht so lange her.
Das sind jetzt... Cloud ist hier 21. Dann ist das etwa 4-5 Jahre her, so in dem Dreh, weil Cloud ist ja Shinra mit 14 beigetreten und als er 16 wurde, ist der Krieg gegen Wutai schon zu Ende gewesen. Ja, das sind... Oh, ich sehe da drüben Biggs, Wedge und Jesse. Herzpochern. My personal crush. Gucken wir uns gleich an.